Hi, ich bin Raphael und in diesem Video werden wir uns mal anschauen, wie man mit nur wenigen Klicks automatisiert Content für seinen YouTube-Kanal erstellen kann. Und zwar ist das ein neues Tool, was ich gefunden habe, was mindblowing ist. Ich habe ja schon 10 YouTube-Kanäle erstellt und mir meinen 5. Lambo gegönnt. In diesem Video will ich dir mal zeigen, wie das geht, wie du mit 5 Klicks einfach ein YouTube-Video zu einem bestimmten Thema erstellen kannst. Okay, heute dreht sich natürlich alles ums Thema Content und deshalb ist es natürlich ziemlich schlau, die KI dafür zu nutzen, automatisiert Content zu erstellen. Und gerade im Videobereich ist das ja durch diese ausufernde Videobenutzung ziemlich cool. Und da bin ich auf ein Tool gestoßen, was noch nicht so bekannt ist, aber ziemlich krass und mächtig ist. Leider funktioniert dieses Tool aktuell nur in englischer Sprache. Aber falls du mit dem Gedanken spielst, einen YouTube-Nischenkanal zu erstellen, könnte ja deine Nische auch eine englische Nische sein. Zumindest hast du da eine größere Zielgruppe. Und mit der KI musst du jetzt auch nicht fließend Englisch sprechen, denn die KI wird auch das Voice-Over sowie das Bildmaterial für dich generieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen uns das jetzt mal an. Das Tool, was ich benutzt habe, ist von InVideo und heißt InVideo AI. Nicht zu verwechseln mit InVideo.io. Das ist hier neu. Hier kann man sich einloggen. Ich bin jetzt schon angemeldet und klicke hier auf Continue with E-Mail. Jetzt kommt hier wieder das Übliche, dieser Internal Server-Fehler. Da lasse ich mich jetzt aber nicht von abschrecken, genau. Er hat mir jetzt eine E-Mail gesendet mit einem Code und den habe ich jetzt in meinem E-Mail-Postfach empfangen und ich logge mich jetzt hier mal ein und bin jetzt gleich hier im Dashboard von InVideo.ai. Und hier kann ich schon loslegen, das Interface ist relativ einfach. Hier oben kann ich den Workflow auswählen und zwar kann ich hier YouTube Shorts erstellen, Explainer oder ich habe schon ein Skript zum Beispiel von ChatGPT und möchte daraus ein Video machen. Ich wähle jetzt hier mein Skript, weil ich habe heute hier ein Skript vorbereitet. Das habe ich mir mal so ein bisschen zusammenkopiert und ja, create a YouTube Video mit diesem Skript. Die Musik sollte zum Beispiel informativ sein und wir wollen ein Female Any Voice. Und ja, ich habe jetzt hier ein deutsches Skript. Wir werden das jetzt gleich sehen. Das funktioniert im Englischen wesentlich besser. Deshalb kommt jetzt erstmal dieser Teil. Ich schreibe jetzt hier mal dazu, use a female German voiceover. So, und mach dann diesen Doppelpunkt hier für das Skript und German Language. In deutscher Sprache sollte ja bei dem Skript eigentlich selbstverständlich sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass er immer gern auf Englisch umswitcht. Deshalb werde ich jetzt hier ganz oft Deutsch quasi reinschreiben. Ich habe jetzt alles ausgewählt und kann jetzt auf Continue klicken und klicke jetzt einfach mal auf Generate Video. Und jetzt analysiert er das, was ich ihm gerade gegeben habe und sucht automatisiert Stock-Footage raus und generiert mir das Video. Hier habe ich jetzt mal das Video, es dauert eine Weile, aber das kann man ja im Hintergrund sozusagen machen. Hier habe ich jetzt mal das fertige Video, was ich dann auch einblenden werde. Marken überzeugen, schaffen Vertrauen und erzielen höhere Preise als No-Name-Produkte. Hast du schon ein eigenes Logo und Corporate Design? Prima, setze es direkt auf deiner Webseite ein. Falls nicht, kein Problem. Erstelle dein Logo per Sensor Webseite und hebe dich ab. Deine Webseite. Jetzt hört man schon, dass die Stimme hier nicht ganz so cool ist. Aber gut. Ich kann jetzt hier auf Edit klicken und hier sehe ich jetzt die ganzen Stock-Varianten, die benutzt wurden. Das Ganze holt er sich von iStock und hier hat man bestimmte Preispläne, wo man dann, sage ich mal, beim höchsten, glaube ich, 320 Stock-Videos benutzen kann. Also die sind inklusive. Also der Preis ist relativ günstig. So, und jetzt sehe ich hier die Stock-Videos, die er hier benutzt hat. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf die Tastatur gehen. Und ich könnte nach neuen Stock-Sachen suchen und das hier sozusagen ersetzen. Und kann so das Video auch nochmal editieren. Kann ich hier auf Replace klicken und dann hat er das hier replaced und auf Apply natürlich. Das war jetzt die deutsche Variante, die funktioniert wie gesagt nicht ganz so gut. Wir werden uns jetzt noch die englische Variante angucken. Ich klicke hier wieder oben auf den Fisch und klicke auf Create AI Video. Und jetzt möchte ich einfach mal hier, sag ich mal, give me a video about the top 10 places to see in Dubai for tourists. Das ist nämlich meine Zielgruppe. Make it inspiring and use
Uplifting Voice beispielsweise. Das Video, was jetzt hier rauskommt, ist natürlich Englisch, aber ich klicke erstmal auf Generate Video. Jetzt analysiert er wieder. Wie wir sehen, ich hatte jetzt gerade nur ein, zwei Zeilen dazu geschrieben und jetzt habe ich hier quasi mein Video in Englisch und das Coole daran ist sogar, dass er gecheckt hat, welche Sehenswürdigkeiten halt Dubai hat und davon gleich Videomaterial einblendet. Also ich klicke mal auf Play. Ever pondered the top attractions in the dazzling city of Dubai? Imagine a place where modern architecture meets luxury shopping and vibrant nightlife is just the cherry on top. Yes, we're talking about Dubai, an awe-inspiring city that has etched its place as a top tourist destination worldwide. With its captivating skyline and endless entertainment options, Dubai is truly a city that never sleeps. So, are you ready to explore this enchanting city? Stay tuned as we count down the top 10 attractions you shouldn't miss when in Dubai. Kicking off our list at number 10 is the scenic Dubai Creek. This charming waterway is the beating heart of Dubai, brimming with history and culture. Here, traditional. Wenn ich jetzt noch weiter gucke, dann sehe ich natürlich, der hat sogar das Aquarium in der Dubai Mall richtig eingeblendet. Also er hat wirklich gecheckt, worum es geht hier in dem Video und das Stockmaterial sozusagen automatisiert herausgesucht. Ich kann das jetzt hier zum Beispiel exportieren. Ich kann auch hier noch make the scene half as long oder give me a male voice over. Also ich könnte hier noch Sachen eintippen. Und dann gehe ich auf Export. Somit kannst du deinen eigenen YouTube-Kanal automatisiert erstellen. Hier kann man eigentlich die Videos komplett rausballern. Das ist ziemlich krass, das ist ziemlich cool. Wie gesagt, funktioniert nur in Englisch. Ich habe noch ein weiteres Tutorial gemacht, in dem ich mit Flicky sowas ähnliches gemacht habe. Und das funktioniert dann auch auf Deutsch. Also auch automatisiert Videos erstellen. Vielleicht guckst du dir das mal an. Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, dann über meinen Link. Ansonsten könnt ihr überall hier subscribe und die Glocke klicken und so weiter und eigentlich auch alles anklicken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis demnächst.